Moin, liebe Topfamilien, liebe Fußballfeuer draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu der FC 24 Karriere mit dem ersten FC Nürnberg. Wir haben Pläne und ich würde sagen, wir schreiten nur ein paar Tage voran, einfach mal um zu gucken, was irgendwie hier jetzt die nächsten Tage passiert, was für Angebote wir bekommen, denn jetzt verlassen uns ja auch erstmal ein paar hier den Verein, wo das ja auch schon da war, klar war, so wie eben er hier. Warum komme ich jetzt gerade nicht auf seinen Namen? Ja, Hübner. Genau, Hübner, mein Gott. Tschüss, Hübner. Es war schön mit dir. Der Weg führt dich in eine gute Richtung und werde da glücklich. Haben wir zu seiner Animation gesehen, es ist ja in Ordnung. Fuchs und Usun haben wir hier Angebote. Also bei Usun würde ich jetzt tatsächlich erstmal ablehnen. Also ich plane noch mit ihm. Ich denke, irgendwann zieht es ihn vielleicht dann irgendwo hin. Und auch Fuchs würde ich noch nicht verkaufen wollen. Dass er ein Angebot bekommen hat. Das sind die vier Spieler, die wir verkaufen wollen. Das ist unsere Wunschliste oder Wunschliste. Da gucken wir mal. Und hier haben wir dann hier. Ich bin überrascht, aber auch ein wenig froh. Du bist woanders besser aufgehoben. Und das gleiche sagen wir auch zu Buhmann. Beide eher unglücklich ja auch gewesen im Verein. Deswegen sind wir da, glaube ich, eigentlich so ganz gut in dem Sinne schon dann bestärkt in unserer Meinung darin, die zu verkaufen. So, Kopenhagen möchte Schleimer verpflichten. Wir können bis 2,15. Und jetzt kommt wieder so My Tactics. Die bieten schon 2,1. So, das war ja Schleimer. So, jetzt gucken wir mal kurz. So, der hat noch 3 Jahre Vertrag und hat ein Gehalt von 4.000. Diese 4.000 sind auf 52 Wochen Jahr gerechnet. Das heißt, wir haben 4.000 mal 52. So, das dann mal 3. Das heißt, die bieten schon 2,1. Wir gehen auf 3 Millionen. Wir gehen in die Verhandlung mit Kopenhagen und wollen 3 Millionen. Wir können... gehe ich ein Risiko ein? Ich will nicht, dass die sofort abbrechen. Ich versuche 3,2 sogar. Also wir können hier ein bisschen was rausholen. Und gute Millionen schon gut machen für die neue Mission, für die neue Saison. So, hallo Kopenhagen. So. So, wir gucken mal, was die zu 3,2 sagen. Ich hoffe, ich habe nicht über das Ziel hinausgeschossen. Verdammt, ich habe doch ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Okay, das ist schade. Das war ein bisschen too much. Okay. 2,8 it is. Das nächste Mal. Jetzt haben wir nochmal hier Duman. Das erste Mal Duman eben war ja Schleimer. Jetzt haben wir Duman und direkt von der Konkurrenz von der guten Hertha. Die bieten 1,65. 1,8 sagt der Vorstand. Ich hoffe, ich schieße nicht wieder über das Ziel hinaus. Aber der ist ja schon auch gut. Der hat fast eine 70. Und deswegen sagen wir 2,1. Alter, warum schieße ich denn so über das Ziel hinaus? Oder warum beenden die sofort? Das war jetzt doch nicht so viel mehr. Ich darf jetzt aber auch nicht zu picky werden. Real Saragossa. 2 Millionen. Wir gehen wieder in die Verhandlung. Bitte lass es mich jetzt nicht verkacken. Bitte. Okay. Ich möchte ein bisschen mehr. Wir gehen auf 2,6. Bitte 2,6. Nehmen die an, Saragossa.
Nice. Okay. 2,6 it is. Appelkamp. Jetzt haben wir schon mal. Wir haben jetzt schon mal einen interessanten Scouting-Bericht über Appelkamp. Das ist ein interessanter Mann. So, den formen wir um. Ist nicht hochgegangen von der Stärke. Schade. Und den können wir jetzt hier mal ein bisschen verbessern. Ja. Der hat eine 67 halt. Ich hoffe halt nicht, dass der dann irgendwie wichtig will. Ich würde den aber gerne hochholen in unsere Mannschaft. Mache ich. Bitte lass es mich nicht bereuen. Bitte lass es mich nicht bereuen. Und bitte hab jetzt nicht hohe Ansprüche. Bitte hab einfach keine hohen Ansprüche. Er will wichtig sein. Nein. Oh, leck mich. Oh, das ist ärgerlich. Ich kann auch nicht mit ihm verhandeln. 3 Jahre wichtig. Du wirst nicht wichtig sein. Du wirst halt nicht wichtig sein. Das tut mir leid. Das tut mir echt leid, aber das geht leider nicht anders. So, wir können uns jetzt schon mal um unseren neuen Innenverteidiger kümmern. Die Frage ist, wen wollen wir holen? Also, wir haben hier zum Beispiel so einen Monomey von Leverkusen. Wir hätten einen Mogalla sogar. Aber das ist jetzt so von Salzburg dann so in die zweite Liga. Ja gut, er war dritte Liga, dann österreichische Liga, dann zweite Liga, ist jetzt nicht so ganz unrealistisch. Aber ich weiß, ich habe hier jetzt zum Beispiel so ein paar interessante. So wie zum Beispiel Slotsager. Der ist 1,89 groß, hat Stärke 64 und spielt bei Odense. Der nächste Schritt für ihn wäre theoretisch in eine nächste höhere Liga zu wechseln. Warum also nicht in die zweite Bundesliga? Der hat einen Marktwert von 1,4. Der Vorstand sagt, wir können schon ein Angebot von 1,15 abgeben. Selbst wenn das, was ich jetzt versuche, scheitern sollte, können wir, glaube ich, in einer Woche es nochmal versuchen. Aber das ist zumindest, sage ich mal, jetzt so ein Spieler, wo ich sage, der wäre interessant für unsere Mannschaft. Hoffen wir mal, dass alles gut geht. Und ich hoffe auch, dass er nicht irgendwie eine Anforderung hat, ein Stammspieler zu sein. Also, meine Lieben, Slotsager, Tobias. Ich möchte den guten Tobias haben. Was sagt ihr dazu? Ich zahle die Hälfte des Marktwerts. Alter, ist das zu krass? Ist das zu krass? I try. Das war reinste Zeitvergeudung. Okay, danke. Ja, das war dann doch zu krass. Okay. Warten wir ein paar Tage. Mann, ey. Oh. Also die Folge, ich weiß schon, wie ich diese Folge nennen werde. Ich weiß schon, wie ich diese Folge nennen werde. So, Duman, ich wollte gerade sagen, Schleimer ist ja jetzt mit Saragossa einig. Duman, da haben wir Malmö und Angers. Wir wollen 2 Millionen, würde ich sagen. 2 Millionen ist realistisch. Wir gehen erstmal mit Malmö in die Verhandlung. Und ich möchte 2 Millionen für ihn. Ich denke, 2 Millionen können wir auf jeden Fall verlangen. Also ich denke, 2 Millionen ist drinne. 1,7. Okay. Spannung sind noch okay. 1,9. Komm, gebt mir noch 1,8. Gebt mir noch zumindest 1,8. Okay. 1,8 würden die jetzt annehmen. Wir gucken mal bei Angea.
Vielleicht habe ich mich falsch entschieden, vielleicht wechselt der dann aber auch zu Angier, wenn wir hier die 2 Millionen fordern und die sogar sagen, wir zahlen die. Das wäre jetzt natürlich, das wäre jetzt irgendwie echt witzig, wenn die das direkt annehmen. Nee, nehmen die nicht. 1,75. Dann machen wir 1,85. 100.000 mehr. Nehmen die an. 100.000 mehr nehmen die an. Also macht jetzt nicht den großen Unterschied. Von daher soll er sich dann entscheiden. Ja. Jakob Meier. Ja, aber du wirst halt nicht wichtig sein, mein Lieber. Das tut mir leid, aber nee, das geht leider nicht. Das kann ich dir schon mal sagen. Vielleicht kann ich irgendwann. Amine Adli wechselt zu Fulham von Leverkusen. Jetzt müssen wir ein paar Tage warten. Jetzt gleich geht ja auch schon irgendwann das Spiel gegen Kiel los. Aber das kann ich schon mal sagen. Hier wird kein Spiel sein. Nächste Folge dann vielleicht 5 Spiele und dann 12. Genau. Oder 6-6 kann auch sein. Mal gucken. Ja, und da verlässt uns der nächste Spieler. Das dürfte Dumann, glaube ich, sein, oder? Oder war es Schleimer? Ich glaube, Schleimer war es. Ja, Schleimer war es. Weil das war ja das erste Angebot auch. Und Schleimer verlässt uns und geht in Richtung Saragossa. Wir bekommen sogar eine A-Bewertung, ein hervorragender Deal. Bestmöglicher Deal 2,9 ist aber in Ordnung, finde ich. So. Und damit ist Schleimer verkauft. Und wir bekommen ein Angebot jetzt von Vallecano für unser Talent. Wir können bis 4,4 Millionen einnehmen sogar. Das dürfte unser teuerster Spieler sogar sein, fast vom Marktwert. Fast. So. Guck mal, können wir Slotsager, können wir da ein neues Angebot machen oder ist hier immer noch ein X unten? Ist es immer noch ein X? Wir müssen noch warten. Ich biete 900.000 oder vielleicht 950.000 dann das nächste Mal. Also auf jeden Fall mehr. Dumann verlässt uns jetzt auch. Die Frage ist wohin? Angers oder Malmö? Mal gucken. Ich hatte hier gerade noch meinen Taschenrechner offen. Malmö! Er wechselt zu Malmö. Freut mich für ihn. Schönes Land. Schweden ist ein schönes Land. 1,8 auch der bestmögliche Deal. Von daher passt das doch auch so in dem Sinne. Okay, Stillstand. So. Also wir erinnern uns, wir brauchen einen für den rechten Flügel und einen Innenverteidiger. So. Den für den rechten Flügel haben wir eventuell auch schon. Also, Bacci nicht, das ist glaube ich klar, weil der würde auch spielen wollen. Wir haben hier aber diesen Oscar Bob. Das Problem ist aber, der hat ja auch schon eine 66. Das ist so ein bisschen das Ding. Wir bräuchten einen, der irgendwie, boah, vielleicht maximal eine 65 hat. Weil mit 66, glaube ich, hat er schon auch, und weil er 20 ist, so das Bedürfnis dann auch. Leute, hat er, glaube ich, vielleicht sogar das Bedürfnis, sogar dann auch spielen zu wollen. Machen wir 16 bis 21. Ist vielleicht jemand ablösefrei? Nein, okay. Ablösefrei ist keiner. Wir gucken mal in der zweiten Liga, ob wir da irgendwie. Nein. Okay, haben wir auch keinen. Haben wir in der dritten Liga jemanden? Nein. Okay. Läuft schon mal gut. Haben wir überhaupt irgendwo jemanden? Okay, ich gehe mal auf alle Ligen, dass mir alle angezeigt werden. Hä? Oh Scheiße, wegen freie Spieler. Mein Gott, weil die freie Spieler noch eingestellt waren. Lars Kehl, Sidi Sané. Sidi Sané hat, glaube ich, eine 63 zu Beginn oder 62. Wäre also eine interessante Idee. Ich glaube, der braucht zu lange, oder ja. Boah, da muss ich dann gamblen. Au, 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 au. Haben wir in der dritten Liga jemanden?
Toni Menzel. Soll ich was sagen? Nicht umsonst gibt es das schlaue Internet, um zu gucken, wie gut die zu Beginn sind. Toni Menzel, dann FC24 dann da eingeben. Da, Toni Menzel. Der hat eine 58. Ich würde jetzt aber auch gerne keinen haben wollen, der eine 58 hat. Also zumindest zu Beginn. Hat ein Potenzial von 72, aber ja. Julian Kudala können wir sonst auch nochmal kurz gucken, aber ich glaube nicht. Schauen wir mal kurz. Julian Kudala. Gucken wir mal. Der hat eine 59. Also ist jetzt nicht in dem Sinne so der immense Unterschied. Bundesliga eventuell, vielleicht ein junger? Nee. Okay. Nein, ich will kein Land. Lass mal alles suchen. Weiß nicht, wie viele Spieler jetzt kommen. Oh, zu viele. Okay. Ein Agazzi, kontaktiert von Whitecaps. Arizala. Ja, Bakayoko, genau, den können wir uns auch voll leisten. Bakula, Bob. Das Ding ist halt, die, wenn man schon weiß, wo die spielen, ist das natürlich krass. Der hier sieht zumindest interessant aus. Julian Kodrin Karasu. Kann doch hier irgendwie, warte mal, Teams. Mal kurz suchen. Kann man nicht irgendwie suchen. Gibt es hier irgendwie so eine Suchfunktion bei SoFIFA? Das wäre jetzt interessant. Na. FC Otosani FC 24 Otosani da. So, und der Spieler heißt Karasu. So. Mal gucken, wo der ist. Und wie gut oder schlecht. Ne, 57. Ja. Ich habe voll den falschen Riecher. BK Hecken. Zumindest ist der Linksfuß. Pontus Dabo. Also ja, ich suche jetzt gerade nur nach Jung, wie man ja sieht, aber Pontus Dabo. FC 24. Wir müssen doch einen haben. Der hat eine 60. Der hat ein Potenzial von 81. Hecken hat aber in der Europa League gespielt. Würde so einer dann... Ja, Amad Diallo kontaktiert von Stadren. Ja, also können wir uns nicht leisten. Antonio Dumitru. Nämlich gerade einen anderen Dumitru. Antonio Dumitru. FC 24. Der ist halt auch schon 19. Geil, 57. Ich habe voll Boak. Doak. Können wir den ausleihen? Ich werde es voll feiern, wenn wir den ausleihen könnten. Das würde mir ja reichen. Schade. Hätten wir entweder Sané. Können wir den von Man City ausleihen? Würde er sich vielleicht ein bisschen so Abwechslung wünschen, weil er vielleicht bei Man City sich nicht durchsetzen kann? Okay, now we're talking. Okay.
Oh mein Gott, Pep Guardiola jetzt im Büro beim ersten FC Nürnberg. Wer hätte das für möglich gehalten? Da ist er, der gute Pep. Der gute Pep bei uns im Büro. Der denkt sich doch auch, was ist das hier für ein schäbiges Büro? Ja, guck mal, wie er sich gerade umgesehen hat. Grundlegende Konditionen. Ich möchte ihn auch nur bis zum Sommer ausleihen. Kurze Laufzeit. Unserer Meinung nach wäre eine Leihe über kurze Laufzeit ideal für Bob, um seine Stärken auszuspielen. Sind Sie bereit? Okay. 60-40. Ich konnte keinen Vorschlag machen. Das heißt, wir müssen das annehmen. Zumindest ist meine Erfahrung so, dass das dann auch nur dann funktioniert. Okay. Das wäre geil, wenn das funktioniert. Brauchen wir kein Verpflichten und haben schon mal dafür gesorgt, dass wir jemanden haben für rechts. Oh, bitte lass es klappen. Bitte lass es klappen. Interesse an Querfeld ist mir egal. Es hat geklappt, oder? Ja! Ja! Und damit haben wir unseren rechten Flügel. Herzlich willkommen hier beim ersten FC Nürnberg, Bob. Nice one. Das ist stark. Das ist stark. 20 Jahre jung, 66. Wir werden ihn auch mal von Beginn einsetzen. Ich denke, da kann Goller auch gut mit leben. Vielleicht so gegen... Ich wollte jetzt gerade sagen so... What the fuck? Was war? Habt ihr das gerade mit dem Trikot gesehen? Wie wurde denn gerade das Trikot gehalten? Nice one. Nice one. Das ist stark. Nicht gut genug. Hallo? Ich finde, das ist sowas von gut genug. Das ist sehr, sehr stark. Ja, Querfeld. Ich glaube, da habe ich andere Innenverteidiger, die ich eher holen würde. Da gibt es auch einen, den ich eigentlich sogar gerne holen würde. Geil. Wir können wieder verhandeln. So, wo ist er? Slotsager. Auf ein zweites. Bitte verkack es nicht. Ich darf das jetzt nicht verkacken. Okay. Ich gehe trotzdem jetzt ein Risiko wieder ein. Nein. So. 950. Und das nehmen die sofort an. Das nehmen die sofort an. Nice. Und jetzt bitte. Oh, bitte. Du hast Stärke 64. Ich habe zwei Innenverteidiger aktuell mit Stärke 70. Bitte sei kein Spieler, der wichtig haben will. Obwohl wichtig nicht. Rotation wäre halt scheiße. Sei sporadisch. Bitte sei ein sporadischer Spieler. Let's go. Nice. Ja, das... Hallo? Ey. Das gefällt mir. Der gute Tobias wechselt wohl zu uns. Hoffen wir mal. Ja, wir bieten dir einen 5-Jahres-Vertrag an. Wir machen hier gleich Nägel mit Köpfen. 5-Jahres-Vertrag. Das nehmen die an. Eine Freigabesumme. Ja, wir gehen. Ah, der möchte eine. Nein, ich möchte keine Freigabesumme. 700 und der will weniger. Dann akzeptiere ich das. Und damit haben wir unseren Kader jetzt komplett. Das einzige Problem ist halt natürlich unser Talent, das natürlich die Rolle wichtig haben will, können wir ihm nicht geben. Also wir können im Sommer gucken, was man dann da theoretisch macht. Mal gucken. Weil vielleicht verkaufen wir im Sommer vielleicht gewisse Spieler und holen uns vielleicht Appelkamp. Mal gucken. Vielleicht auch nicht Appelkamp. Das Trikot wird wieder so komisch gehalten. Auch geil. Und damit haben wir unseren Kader komplett. Damit haben wir jetzt unseren Kader für die Rückrunde. Haben ein bisschen aufgeräumt, wie ich auch gesagt habe, ein bisschen alles geordnet. Bestmöglicher Deal 870.000. Ich habe 750.000 geboten, oder? Ob die bei 800.000 dann verhandelt hätten, so 1,1 und dann 850 und angenommen? Vielleicht.
Aber unter 1 Million haben wir gezahlt. So, wir räumen hier auch mal kurz die Liste auf. Also, Doak entfernen wir mal. Obwohl, können wir beobachten. Also, warte mal. Monamefa machen wir weg. Bachi. Ist halt eigentlich insgesamt ein interessanter Spieler, aber ich habe halt Goller. Irgendwann. Irgendwann. So, Querfeld, hat ja ein Angebot von Genk. Kann weg. Johnston wäre einer, den würde ich mir vielleicht holen, aber der Club will ihn aktuell nicht verkaufen. Morgalla lassen wir mal. Anning lassen wir mal. Das ist auch nochmal interessant, finde ich. Maser machen wir weg. Ambrosius weg. Siebert lassen wir mal. Latovic lassen wir mal. Palucek machen wir weg. Gita weg. Zvarnas weg. Fingott weg. Gaba weg. Mojor weg. Bovat. Weg. O'Reilly weg. Bete weg. Lund würde ich lassen. Nagalo würde ich auf jeden Fall lassen. Hofsgaard lasse ich auch mal. Irorere weg. Hugonet können wir mal lassen. Beiger weg. Und dann haben wir Appelkamp, hier Schmied weg. Führich würde ich gerne mal beobachten. Führich und den von Liverpool. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der von Liverpool heißt. Ach, Alter, jetzt gehe ich hier wieder auf die Zentrale. Aber einfach nur so aus Interesse. Also, da haben wir hier einmal. Warte, wir haben hier einmal. Zürich. Zürich einmal beobachten. Einfach mal so interessenshalber. Und dann, wie gesagt, der von Liverpool da, der Junge. Das wäre auch nochmal kurz interessant. Weil der ja auch unter 20 ist. Die haben hier aber auch einige interessante. Bei Cetic. Das ist eher ein Stammspieler für die 6. Aber hier, Connor Bradley können wir mal beobachten. Wir haben hier einen Luke Chambers. Nee, wir haben hier keine 8 in dem Sinne hier. Dann haben wir hier Ben Doak. Die können wir mal alle beobachten. Paul Glatzel, Kyle Gordon. Können wir auch einfach mal beobachten. Seit wann ist Ragbo MS? Ragbo ist LF. Punkt. Ragbo ist LF-Spiel. Das rafft ihr nicht. Dem haben wir noch irgendwie ganz, ganz jung. Marcelo Pitaluga. Wir brauchen vielleicht im Sommer einen neuen Torwart vielleicht. Als Nummer 2. Wir haben jetzt mal ein paar Talente von Liverpool hier gescoutet. Oder scouten wir mal. So, dann würde ich sagen, stellen wir kurz. Ja, hier ist Slotsager. Gehen wir mal eben hier runter. Hier. Fokus auf Leistung. Fokus auf Leistung. Gleich auch hier bei Meier. Fokus auf Leistung. Zack. In 9 Tagen ist das nächste Spiel. Stellen wir nochmal bei unseren 2 Neuzugängen kurz die Trainingsziele ein. Und dann spulen wir vor bis zum Spiel. So, da haben wir hier Slotsager. Mal gucken, wie schnell braucht er denn für die 65? Oh, braucht er nicht so lange. Wir mal hier defensiv. Da soll er sich mal verbessern. Und dann, da haben wir geguckt hier und dann haben wir. Ah, Humbo muss noch verkauft werden, fällt mir gerade auf. Und dann haben wir Oscar Bob. Stimmt, Humbo haben wir noch gar nicht verkauft. Da gab es bislang noch gar kein Angebot. Oh, hier, nur 7 Wochen. Dann ist er sogar schon auf eine 67. Ah, den werden wir einige Male einsetzen. Also das glaube ich schon. Vielleicht sogar schon im nächsten Spiel, aber nicht von Beginn an. Für Humbo wäre halt jetzt doch ein Angebot halt echt, echt schön. Da, Tobias Slotsager 950.000. Aber wie es aussieht, Handwerker. Oh, ja, das Problem ist halt eben, wir haben
Oh, wir haben halt zwei starke Linksverteidiger. Ich würde jetzt im Winter noch ablehnen. Im Sommer müssen wir uns für einen entscheiden. Genauso dann auch die Problematik mit Geis und Flick. Da haben wir auch die Problematik. Aber es gibt kein Angebot für Hunkbo. Meine Lieben, das war's mit dieser Folge. Wir haben leider keine Pressekonferenz. Das ist schade. Wie ist denn die Moral? Moral ist eher zufrieden. Wir kümmern uns erst einmal kurz hier um die Trikotnummern. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, ich würde ihm jetzt einfach mal die 99 geben. Weil ich hoffe, er wird noch verkauft. So, 13, dann geben wir Blick. Ne, hier, warte, wir geben Handwerker die 14, die 15, und er die 16, 17, 18. 19. EHTL kommt die. Also 18. 19. 19. Geil, jetzt habe ich ihm die 21 gegeben statt die 20. 20. 21. Gottsager bekommt dann die 22. Dann haben wir die 23. 24. 25 und die 26. So, meine Lieben, das war's dann hier mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir kümmern uns jetzt nur noch mal kurz hier um das Teammanagement und so gesehen die Startelf und die Bank. Vic Esser, Hayashi, Goller, Daly mit Kastrop, Geis, Damera, Marquez, Schindler. Warte mal. Ich würde gerne mal was machen, eben. Marquez. Schindler. So. Horn. Athenia. Dann haben wir hier Klaus, Gürleen, Handwerker, Flick, Usun. Dann nehmen wir da jetzt natürlich Bob mit. Und da Ferner. Und dann haben wir hier auf der Bank. Auf der Reserve Reichert, dann haben wir Slotsager, dann haben wir Brown, haben wir Hofmann, die beiden Zentraloffensiv und Okunuki. Ich hoffe, Ungbo bekommt noch ein Angebot, weil er möchte spielen. Er hat einen 69. Natürlich hat er dann natürlich auch, will er dann auch natürlich spielen. Das hier, meine Lieben, ist dann unsere Elf. Jetzt können wir hier noch mal kurz gucken. Kapitän ist Schindler. Die Freistöße alle Geis. Elfmeter Hayashi. Und die Ecken, da habe ich mich ja für Daly entschieden. Meine Lieben, das war's dann mit dieser Folge. Warte mal. Überprüfen das hier nochmal alles. Bestimmt stellt sich hier gleich irgendwas um. Ich sehe es schon. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die nächsten Spiele, meine Lieben. Ich hoffe, irgendwo wird dann noch verkauft. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und mir wird dann noch zu sagen. Anpfiff, Anpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und Fußballfreunde daraus. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.